News und Talks für Gebildete. Ja, manche Linksextremisten oder Linksradikale hassen solche Wörter wie Markt und Wettbewerb und Leistung, wollen eine davon freie postkapitalistische Gesellschaft. Die Frage ist nur, wollen Sie als Zuhörer das wirklich? Ja, also hier, hier die Marktsituation äh, mit Gemüse Gemü und so weiter. Hier, ich glaube, das sind Gewürze oder sowas, Markt und so weiter. Äh, die Frage ist: äh, Ist das generell schlecht? Äh, am deutlichsten wird das, wenn wir uns klar machen hier. Was ist aber? Zum Beispiel hier, der Arzt, der Sie vielleicht, wenn Sie dann doch mal operiert werden müssen oder irgendwas ist oder doch mal ein Unfall ist und Sie brauchen ärztliche Hilfe, dann sind die Leute, die hier stehen, möglicherweise völlig unausgebildet. Denn jeder macht ja dann, was er Lust hat. Und wenn, er, wenn jemand glaubt, er wäre ein guter Arzt, dann macht er das einfach äh, und es gibt ja keine Leistungsmessung, es gibt ja keinen Wettbewerb, bei dem die Besten rausgefiltert werden, es gibt keine Ranglisten, die, die anzeigen, welcher Arzt äh, mehr Tote produziert und welcher weniger und welcher, äh, welcher seine, seine Kunden häufiger krank macht und welcher sie seltener krank macht und so weiter. Also Markt, Wettbewerb und Leistung, das alles wird ja nicht berücksichtigt, sondern... Jeder macht kreativ. Was machen Sie, wenn, wenn, das, wenn jemand irgendwie doch ein bisschen verrückt ist und glaubt, er sei ein guter Arzt und hier eine gute Ärztin oder was auch immer oder Krankenschwester und in Wirklichkeit ist alles, was Sie können, Menschen zu schaden und Menschen umzubringen? Wollen Sie wirklich nicht wissen, wer in Ihrem Viertel, also das Konzept der zweiten Scientist for Future 2, ist ja letztendlich, übrigens kann ich noch zwischendurch erwähnt, ich habe äh, gestern zufällig auf der Straße einen, eine der entscheidenden Personen vom Orga-Team Fridays for Future Köln getroffen. Vielleicht hat er jetzt ja in unserem Gespräch äh, die Sache verstanden und kann das Ganze zu einer Pressekonferenz bringen, sodass wir dann eine große Pressekonferenz machen über die Weltrettung und so weiter. Na, mal schauen. Äh, äh, und, aber ihr. Ja, also die, die zweiten Scientist for Future 2, deren Plan besteht ja daraus, dass wir uns alle aus einer Rangliste, zum Beispiel aller Kölner Hausärztemannschaften, aller Hausärzte-Teams sozusagen raussuchen können, die denjenigen, der in unserer Nähe ist, mit seiner Gesundheitskommune, ja, sozusagen. Äh, äh, wo wir, äh, wo der also sozusagen den segensreichsten Einfluss hat und trotzdem noch einigermaßen in der Nähe ist. Wir wollen ja nicht ständig weit fahren, wir wollen ja nicht wieder, wieder Mobilität konsumieren sozusagen. Und von den äh, vier, fünf Hausärztemannschaften, äh, die um uns rum sind, können wir uns den besten aussuchen, weil die Rangliste da ganz klar zeigt, welcher äh, die positivste Wirkung auf die Gesundheit seiner Gesundheitskurs derjenigen Versicherten hat, die sich ihn als Hausarzt gewählt haben, als Hausärztin gewählt haben, ja und so weiter. Wollt, wollt ihr, oder wollt ihr zum Beispiel die, die fünf Supermärkte, die bei euch in der Nähe sind, ja, wollt ihr wirklich nicht wissen, welcher äh, sozusagen äh, eine höhere Leistungsfähigkeit hat darin, euch mit kerngesunden ungiftigen lebensmitteln zu versorgen wollt ihr wirklich markt und wettbewerb und leistung völlig ausblenden äh, so dass ihr dann überhaupt nicht wisst ob der supermarkt äh, bei dem ihr dann einkauft und das Restaurant, in der ihr geht, in, ob das nicht hinter sich eine ganze Spur an Leichen und getöteten Menschen und vergifteten, mit Salmonellen vergifteten Menschen hinter sich herzieht. Wollt ihr das wirklich nicht wissen? Ja? Also das ist die, 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 die Schlüsselfrage. Ist es euch wirklich egal? soll jeder wirklich einfach so machen, wie er denkt und äh, ohne, ohne Prüfungen, ohne Leistungsmessung, ohne Markt, ohne Wettbewerb, ohne Leistungsgesellschaft und so weiter. Ja, da ich hätte da so meine Bedenken. Also ich persönlich würde gerne wissen, äh, ob, ob ich nicht meine äh, Hausarztkommune wechseln sollte, sozusagen, weil äh, da äh, sozusagen an, viel fähigere Leute in der anderen Mannschaft am Werke sind und so weiter, in dem, in dem benachbarten Team äh, am, am Werke sind. Ich möchte das schon gern wissen. Also ich hätte schon gern diese Leistungsranglisten und so und ich hätte gerne diese Transparenz und diesen Fairen Wettbewerb zwischen den Hausärzteteams und ihren Kommunen sozusagen. Wem es besser gelingt, richtig äh, Party zu machen äh, bei der Kommune, sodass die Leute alle gerne hingehen, viel Spaß haben, man viele nette Leute kennenlernt und maximal äh, einem geholfen wird, einen gesunden Lifestyle, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln und so weiter. Ja, also, äh, ja, also, da, da, ich möchte das eigentlich schon gern wissen. Ich möchte also schon ein bisschen hier äh, Markt und Wettbewerb. Äh, also, das wäre mir schon, also, ich würde das gerne schon. Dass, dass ich hier zum Beispiel auch äh, erfahre, wo sind, äh, wo sind die wenigsten Gifte drin und wo sind die meisten Gifte drin. Ja? Das erfahre ich ja ohne Marktwettbewerb und Leistungsmessung und all diese Dinge gar nicht. Ja? Und äh, hier auch. Ja, woher soll ich wissen, äh, wenn ich hier vor der Qual der Wahl stehe, ja? und dann auch noch die verschiedenen Supermärkte woher soll ich wissen was mich krank macht und was mich gesund macht wenn es keine Messung der Wirkung auf meine Gesundheit gibt und auf mein Wohlbefinden und so weiter ja also das äh, möchte ich zu bedenken geben also noch mal wieder ganz kurz also ja Ganz generell, warum müssen wir den Kapitalismus mit seiner Krankenform der Leistungsgesellschaft und dem Krankenwettbewerb und dem Krankenmarkt, dem schlechten Markt, warum müssen wir ihn beenden? Ja, weil im Kapitalismus gilt, wer andere Menschen nicht schädigt, stirbt aus und wer andere Menschen vergiftet, schädigt, in Kriege verwickelt, zu Waffenkonsum bringt und so weiter, der verdient viel, also wer uns alle ruiniert, verdient viel und wer uns allen äh, nicht schadet, der verdient gar nichts und stirbt aus. Also das heißt, also den Kapitalismus müssen wir auf jeden Fall beenden, aber diskutiert einmal, ob in der postkapitalistischen Gesellschaft, wie sie die zweiten scientists for future 2 als einzige auf der Welt herstellen könnten. Ähm, ob darin Markt, Wettbewerb und Leistung wirklich völlig ausgeblendet werden sollen oder ob ihr nicht auch Angst davor hättet äh, von all den, äh, ja, die, äh, so, von, von all den Verrückten, Unfähigen nicht doch geschädigt zu werden, wenn ihr überhaupt nicht weiß, wisst, weil es keine Leistungsranglisten gibt, keine Transparenz gibt, keine Transparenzranglisten und ihr überhaupt nicht wisst, welcher Supermarkt euch vergiftet, welches Restaurant euch vergiftet und welcher Arzt euch eher umbringt und so weiter. Hier wollt ihr das wirklich äh, diskutiert darüber? Ja? Also ich, ich weiß nicht. Also ich neige im Moment dazu zu sagen, ich will diese Transparenz und ich will diesen Leistungswettbewerb. Ich will, dass mein Hausarztteam versucht, äh, besser zu werden als das benachbarte Hausarztteam in seiner Fähigkeit, mir einen gesünderen, glücklicheren Lebensstil in ihre Hausarztteam-Gesundheitskommune zu ermöglichen, in dieser Gesundheitskommune der Zukunft. Ja? Alles klar, tschüssi.